Ich glaube schon. Weil ich traue mir nichts mehr jetzt. Ich bin jetzt auf das Rutschen, jetzt traue ich mir nichts mehr. Ich hab's schon gemerkt wieder. Warte mal. Scheiße! 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 Ja, was kann ich jetzt sagen, Leute? War mein Fehler. Ganz klar, ich hab zu viel Gas gegeben, die Kupplung zu schnell losgelassen. Mein Problem, mein Fehler, meine Scheiße. Warum zeige ich es euch? Weil ich einfach sage, man muss auch seine Schwächen klar erkennen, identifizieren. Ich habe mich an dem Tag ziemlich wohl gefühlt. Ich hatte viel Spaß mit dem Motorrad. Und es gab einen Punkt, wo ich dann einfach vielleicht zu viel wollte in zu kurzer Zeit. Das, was man beim Motorradfahren nie sollte. Und ihr habt es auch gehört, 2 Sekunden vorher fühle ich mich noch voll wohl auf dem Motorrad und 3 Sekunden später passiert das Ganze. Schwierig, ich bin mega noch immer anpisst, das ist zwar jetzt schon ein paar Tage her, dass es passiert ist, aber ich dachte mir, ich will es euch auch zeigen. Was ich heute auch zeigen möchte ist, oder was ich euch morgen zeigen möchte, ist die Reparatur von meinem Motorrad. Das ist alles wieder gefixt. Husqvarna hat das so super gelöst. Danke Husqvarna, ey, dass ihr mich so dabei unterstützt habt bei diesem Dummheitsfehler, was einfach mein Fehler war. Dafür bin ich echt dankbar, Leute. Und ich werde jetzt hier mal aufstehen, weil mich zersticht gerade alles. Ja, es war mein klassischer Thomas. Ich hätte einfach klassischen Thomas dazu gesagt. Ich kann euch nur eins sagen, macht es nicht so, wie ich es jetzt gemacht habe mit dem Motorrad. Hier hinter steht es mir mit der neuen Sitzbank jetzt sogar. Wir haben eine neue Sitzbank nicht bekommen. Yeah! Die neue ist nicht noch viel geiler als die alte. Egal, aber um das soll es heute in dem Video nicht gehen. Ich möchte jetzt kurz einfach nochmal sagen. Leute, das Motorrad kann nichts dafür. Mein fahrtechnischer Fehler war das. Ich hätte mich zusammenreißen müssen. Ich hätte erkennen müssen, hey Thomas, du bist heute schon so geil gefahren. Du hattest so viel Spaß. Das Motorrad ist so gut geballert und boah, die Reifen, wie die herhalten. Mega Laune gemacht. Aber du hättest in diesem Moment erkennen müssen, also das geht dann in Zukunft, Thomas. Thomas, du hast genug erreicht. Schalt den Gang runter und chill deine Basis. Und ich möchte jedem von euch davon empfehlen, wenn ihr auch mal wieder ein neues Motorrad habt und von nix Leistung auf 600 Kubik geht, dann geht es langsam an. Mein Fehler, ich kann jetzt wieder mittlerweile ein bisschen drüber lachen. Aber ja, ich hoffe, dass das alles wieder wird. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Tom. Danke fürs Zusehen. Morgen gibt es die Reparatur. Haut rein am 4.